Ja, hallo zusammen, hier ist der Harry und das ist jetzt das erste Video, ich sag mal die Vorstellung zu dem, was ich an Umbau vorhabe. Es geht um einen Umbau des Dieseltriebwagens 614 und zwar ist es so, es gab ja zwei Hersteller, die diesen Zug gemacht haben. Einmal Fleischmann, schon seit ewiger Zeit, im Maßstab 1 zu 93 und seit 3 Jahren auf dem Markt von der Firma Lilliput das Original 1 zu 87 Modell. So, ich habe im Grunde beide Varianten. Jetzt ist es so, dass auch dieser Dieseltriebwagen von der Bahn als Messzug umgebaut wurde. Da gab es, sage ich mal, mehrere Varianten und ich werde erstellen den Dieseltriebwagen 719, den Lichtraummesszug Limes 3. Dazu, ich sag mal, Fotos, die ich hier mit reinsetzen werde und ein Video, was ich als Link unten dran setze, damit jeder mal eine Vorstellung hat, was das dann werden soll. Ich zeige euch jetzt nochmal die Grundmodelle. So, hier haben wir den maßstäblich komplett richtigen. Das ist der Dieseltriebzug von Lilliput, dreiteilige Version. So, dann gab es den schon seit Ewigkeiten von der Firma Fleischmann in verkürzter Version. So, auch dreiteilig. So, und dann, der war, sage ich mal, auch dreiteilig. Das sind jetzt nur zwei Teile. Und zwar dieser Messzug Limes 3 ist eben, sage ich mal, ein zweiteiliger Zug, wie ihr dann auch auf Fotos im Video sehen könnt. Dieses ist auch wieder ein verkürztes Modell von Fleischmann. Und dem fehlt jetzt der Mittelwagen, wie man sehen kann. So, dieser zweiteilige Zug hier. Das wird mein Umbauprojekt. Jetzt ist es so, der ist ja wie gesagt verkürzte Version von Fleischmann. Der Zug von Lilliput kostet gut und gerne, sage ich mal, über 300 Tacken. Den habe ich ja schon ewig hier. Und zum Beispiel solch einen zweiteiligen Zug, den kann man für einen Fuffi auch in der Bucht bekommen. Und für den Umbau, den ich jetzt vorhabe, mit diesem Zug, da werden also, sage ich mal, Fenster verschlossen und so weiter. Der wird umlackiert, alles drum und dran, wie auf dem Foto. Der soll auch vorne das Gestell dran bekommen. Ja, dieses Messgestell. Und für den Umbau, da waren mir jetzt, sage ich mal, die 50 Euro für solch einen Zug, ich sag mal, angemessen. Im Gegensatz zu einem ja, 300 Euro teuren Zug, ich sag mal, erstmal zerlegen, umbauen und so weiter. Ja, ich sag mal, in dem Moment erstmal ja, zu viel Geld für solch einen Umbau. Wenn das hier geklappt hat mit dem Fleischmann-Umbau, dann werde ich vielleicht hingehen und werde mir nochmal einen zweiten davon holen. Ja, und den dann, ich sag mal, auch zurecht machen. Aber es wird jetzt erstmal dieser hier das Übungsobjekt. Ich sag mal, dann den Zug, den ich jetzt vorhabe, wie ich das schon mal angesprochen habe, im Modell nicht irgendwo zu kriegen. Es ist mal jemand hingegangen und hat diesen dreiteiligen Zug von Fleischmann
auch zu einem Messzug umgebaut. Da kann man auch, ich sag mal, wenn man ein bisschen sucht, Bilder und so weiter im Netz finden. Ich glaube, das war mal eine Kleinserie irgendwo von, ja, ach, schlag mich tot, ich weiß es nicht. Eine Kleinserie, die mal gemacht wurde von irgendjemandem. Ja, also den in dreiteilig gibt es, der hat eine andere Funktion. Und den als Lichtraummesszug in zweiteiliger Version hat es noch nie irgendwo gegeben. So, jetzt wisst ihr, worum es geht. Und damit verabschiede ich mich wieder. Bis zum nächsten Video. Bis dahin. So, es geht weiter. Und zwar, ich habe den Triebzug jetzt mal zerlegt. Das heißt beide Triebzüge. Und zwar, so sieht das Ding, ich sag mal so nackig aus. Ja, die Dächer sind hier. Motor, Drehgestell, Unterteil. Kleinteile, Schrauben, alles was dazugehört, befindet sich in diesen Tütchen hier. Hier liegen die Fenster. Und hier habe ich schon mal angefangen mit der ersten Seite so ein bisschen abzuschleifen. Das heißt, wenn abgeschliffen und ich sag mal so komplett rundum, dann werden Fenster verschlossen und jetzt muss ich mal dabei sagen, hier vorne, hier, gehört eigentlich dann ein etwas kleineres Fenster rein. Das könnte ich aus dem hier neben der Tür gewinnen, das muss nämlich zugemacht werden. So, es ist ja so, dass das hier noch eine alte Version ist, mit vorne diesen beiden Klapptüren. Und ich sag mal, die letzte Version dieses Triebzuges hat ja vorne an der Stelle dann ein Fensterchen gehabt. Kann ich euch aber gleich nochmal zeigen bei dem Lilliput-Modell. So, ich weiß also tatsächlich nicht, ob ich das Fenster da reinschneide und reinsetze oder mich nur damit begnüge, ich sag mal, die Fenster zu verschließen, die auch verschlossen werden sollen oder müssen. Gut, auf der anderen Seite, ich hätte natürlich hier, ich sag mal, ein kleines Fenster über. Könnte ich dann da reinarbeiten, aber das muss ich mir noch überlegen, ob ich das mache. Ja, grundsätzlich sage ich mal, das ist jetzt so der Anfang. Und ja, mehr habe ich jetzt auch nicht mehr zu sagen. Übrigens, die Hochzeit gestern war mega geil. Alle Beteiligten sind glücklich, haben sich riesig gefreut. Gut, das war jetzt erstmal der Teil 1 des Umbaus VT614 in den Lichtraummesszug Limes 3.